Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixan und das hier ist mal wieder GTA 3, genau, Grand Theft Auto, der dritte Teil für den PC. Und es geht weiter, wir erinnern uns ein bisschen zurück, was beim letzten Mal so passiert ist. Ist für mich noch gar nicht so lange her, für euch wahrscheinlich auch nicht. Hoffe jedenfalls, wenn das mit dem Upload alles klappt, wie es soll. Wir haben beim letzten Mal ein paar nette Aufträge für den Don gemacht, für Don Salvatore, den Obermafiosi, und haben festgestellt, dass er uns dann hinterher irgendwie ein bisschen loswerden wollte, ne? Also, ich meine, die Idee mit dem verbummten Auto, dass wir dann mal kurz in die Schrottpresse fahren sollten, das war ja schon eine eindeutige Art, würde ich mal sagen, zu sagen, ja, du, ich will dich loswerden oder so. Und ja, das macht mich unheimlich glücklich, muss ich sagen, dass der Don mich so hintergangen hat. Und jetzt ist die Frage, wie soll es denn nur weitergehen? Wir sind in einem neuen Stadtteil, wir haben eventuell neue Verbündete, wo wir uns noch nicht so ganz sicher sind, aber wir vermuten es einfach mal, dass diese gute Azuka von den Triaden vielleicht dann doch eine große Hilfe sein könnte. Aber im Moment sollten wir uns vielleicht erstmal um andere Dinge kümmern. Wie ihr seht, ich fahre jetzt nicht ganz, also nicht völlig planlos in der Gegend rum, sondern ich habe tatsächlich eine Idee, was ich hier treiben könnte. Es gibt nämlich jetzt natürlich wieder jede Menge Päckchen, die man finden könnte. Zum Beispiel das da oben. Aber da komme ich mit dem Auto nicht dran. Da brauche ich was Größeres. Ich bräuchte irgendeinen Bus oder einen Truck oder irgendwas in der Art. Weil vom Taxi aus werde ich es da nicht hochschaffen. Verdammt, vor allem nicht, wenn ich mich an der Wand festhänge. Oh, du bist gut. Blister. Hallo. Haben wir jemals schon mal einen Blister gesehen in dem Spiel? Ich glaube nicht. Okay. Übrigens, in GTA 1 war der Blister kompakt. Also so ein Kleinwagen. Eins der besten Autos. Also vielleicht nicht von der Endgeschwindigkeit her das Beste. Wow, ey, du blöder Penner. Aber dafür von der Beschleunigung her und von der Steuerung her war der Blister kompakt wirklich ein Top-Auto. Und ich nehme an, dass dieser Blister, den wir hier sehen, dann eine Anlehnung quasi daran sein soll. Also, was früher ein Blister kompakt war, ist jetzt ein Blister. Du gehst. Du machst das wirklich, ich kann es nicht glauben. Warum ist der auch nicht tot? Ich habe auf dich geschossen. Ah, gut, das ist noch ein Stückchen höher. Gut. Und das Auto hätte ich jetzt wirklich gerne. So. Geh mal auf Nummer sicher. Du, stirb. Oh, die Person rennt weg. Wow. Warum habe ich jetzt die Bullen am Hals? Weiß auch keiner. Habe ich irgendwas verbrochen, außer dass ich ein paar Leute angeschossen habe und ein bisschen Randale mache und so ein Kram? Nö. Das reicht nicht. Das ist nicht hoch genug. Ich kann es nicht fassen. Ich will aber das Päckchen, verdammt. Das ist eins von den wenigen Päckchen in diesem Stadtteil, von denen ich genau weiß, wo es ist. Und ach, ich komme einfach nicht dran. Ich brauche ein höheres Auto. Höher als ein Bus. Das ist irgendwie scheiße, okay. Gucken wir uns mal weiter um. Es gibt noch mehr Päckchen hier zu finden. Und ein paar davon finde ich vielleicht sogar, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen muss. Ich meine, dass da hier drin der komischen Parkhaus-Dings-Garage, Tiefgarage, was? Nee, Tiefgarage ist es nicht. Es ist einfach nur ein Parkhaus. Dass hier auch ein Päckchen ist. Ich weiß nur nie wo. Und ich weiß nie, ob ich das halluziniert habe beim letzten Mal, wenn ich das Spiel gespielt habe. Oder ob ich das, ob hier wirklich was war. Das ist ein bisschen doof, ne? Also, das ist Tatsache. Also jedes Mal, wenn ich GTA 3 durchspiele, fahre ich wie ein Blöder hier in diesem Parkhaus rum und denke, ja, da muss irgendwo ein Päckchen sein. Ich habe da doch sowas in Erinnerung. Aber mit Sicherheit kann ich nicht sagen, ob ich das in Erinnerung habe oder ob ich jedes Mal vergeblich hier drin nach einem Päckchen gesucht habe. Jetzt können wir das für die Aufzeichnungen festhalten. Es gibt jetzt definitiv ein Päckchen hier drin und das habe ich jetzt auch. Hoffentlich denke ich dran, dass ich es habe. Nicht, dass ich, wenn ich das nächste Mal hier vorbeikomme, nochmal versuche, ein Päckchen einzusammeln, das nicht mehr da ist. Und mich dann wundere, sag mal, ich habe doch gedacht, in diesem Parkhaus wäre ein Päckchen. Das war doch immer so. Oder habe ich das halluziniert? Ja, das Taxi ist zu lahm für den Stunt, ich weiß. Wäre ein super Stunt natürlich, aber nicht mit so einer lahmen Karre. Ja, war anzunehmen. So gibt's nur einen Irrsinn-Stunt. Schade. Ja, also, momentanes Ziel erstmal ein paar Päckchen sammeln, um ordentlich Waffen zu sammeln. Weil Waffen können wir nie genug haben. Wir haben ja schon beim letzten Mal festgestellt, die Aufträge werden immer brutaler, immer gewalttätiger und immer fordernder. Und vor allem verbrauchen sie immer mehr Waffen und Rüstung. Und deshalb brauchen wir natürlich auch Waffen und Rüstung, um uns hier weiter durchzusetzen. Hier ist echt kein Päckchen. Das hätte sich aber doch so angeboten. Kennt ihr das, wenn ihr in einem Spiel eine Stelle findet, wo ihr denkt, da müsste was versteckt sein und dann ist da nichts? Und ihr wundert euch, sag mal, das kann doch nicht sein. Die Stelle ist doch quasi prädestiniert dafür, hier was zu verstecken. Hier ist auch nichts, okay. Ja, also gibt einige Spiele, in denen das eigentlich so ist. Und dann, wenn man dann was findet und es ist nicht das, was man eigentlich erwartet, dann ist man furchtbar enttäuscht. Und dann denkt man sich, ach ja, und dafür, für den Scheiß mache ich das jetzt oder so. Aber,
hier scheint man mir echt gar nichts zu gönnen im Moment. Das wäre doch echt, diese Kassen hier wären doch echt optimal, um ein Päckchen zu verstecken. Oder zwei oder drei oder fünf. Da ist ein Ammunition, okay. Könnten wir Waffen kaufen. Will ich aber nicht. Ich will keine Waffen kaufen, ich will Päckchen haben. Weil wenn ich Päckchen habe, dann kriege ich meine Waffen kostenlos. Oh, guck mal, Kolumbianer. Und die lassen mich sogar in Ruhe. Eieiei. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ja, jetzt habe ich es mir mit verscherzt. Ich habe gerade ein Yadi geklaut. Das ist auch ein Gangauto und irgendwie ein relativ schlechtes Gangauto, glaube ich. Aber ist der Yadi so ein Lowrider, wo man die Karre eben zum Schaukeln bringen kann, indem man einen Knopf drückt? Ich weiß gar nicht. Oh, Tatsache. Guck mal. Juhu. Blöder Kack. Ja, ich frag mich, was der Sinn von so einem Auto ist, aber ja, schöne Sache. So, hier müsste ein Päckchen sein. Davon bin ich relativ überzeugt. Und hier ist auch ein Superstunt, theoretisch. Aber den kann ich nicht machen mit der Karre. Hier ist kein Päckchen. Aber hier müsste in der Nähe müsste irgendwo so ein Glashaus sein, wo man rein kann, wo ein Päckchen ist. Vielleicht ist es nicht gerade das hier, aber es müsste irgendwo in der Nähe sein. Egal. Auf jeden Fall ist auf der anderen Seite noch ein Päckchen, wenn ich da durchfahre. Das weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit. Nämlich hier links in der Ecke müsste irgendwo genau das sein. Ja, gut, vielleicht wollen die nicht zwei Päckchen so eng auf eine Ecke legen, aber ich war der Meinung, Glashaus und Päckchen, das passt gut zusammen und da habe ich auch irgendwas in Erinnerung. Vielleicht ist das Glashaus, das ich meine, woanders. Ich weiß es nicht. Da bräuchte man schon Benji, um den Stunt zu schaffen. Das ist ja erstaunlich. So, hier könnte man natürlich auch überall ein Päckchen hin deponieren. Es ist jetzt wirklich ein bisschen Rumfahrerei. Ich bin mir nicht so sicher, wo jetzt hier was ist, aber ich weiß, dass es hier unglaublich viele Päckchen gibt, die unglaublich leicht zu finden sind in dem Stadtteil. Und von denen hätte ich natürlich dann gerne auch ein paar. Also ihr seht schon, ich fahre relativ zielstrebig, wenn ich ein Gebäude sehe, drauf zu und weiß dann noch ungefähr, wo ich nachgucken muss. Allerdings kann ich nicht aus dem Kopf sagen, ja, jetzt fahre ich dahin und dahin und dahin, weil dort sind überall noch Päckchen, sondern ich muss es wirklich gesehen haben und dann kann ich sagen, ja, da müsste aber. Genauer geht's nicht. Da unten könnte, müsste aber nicht zwingend. Nee, ist auch nicht. Ich brauche ein anderes Auto. Das Ding hier ist echt grausam. Außerdem komme ich hier sowieso nicht mehr ordentlich raus. Obwohl die Treppe sehr breit ist. Man könnte da durchaus noch mal rauskommen. Ja, so viel zu meiner unglaublichen Zielstrebigkeit, wenn ich was sehe, dass ich auch ein Päckchen finde. Ja, das war wohl nichts. Was bist denn du für eine Karre? Du bist ein Sentinel. Ah, wunderbar. Und ihr seht, dieser Sentinel sieht fast genauso aus wie der von der Mafia. Nur, dass hinten die Scheibe nicht mit irgendwelchem komischen Kram verdeckt ist. Und deshalb ist es kein Sentinel XS, sondern ein Sentinel. Da unten könnte auch ein Päckchen sein, wenn es nicht gerade ein U-Bahn-Weg ist. In der U-Bahn gibt es übrigens auch noch ein Päckchen zu sammeln, so ist es nicht. Aber ich will jetzt nicht in der U-Bahn rumgurken. Das dauert nämlich ewig, bis man dort nochmal was gefunden hat. Leute, ich bin überzeugt, dass es hier in der Tiefgarage ein Päckchen geben können müsste, sollte. Und... oh, da ist ein Yakuza. Da machen wir doch mal ein... kleines Fahrzeugwechselgedönse. Der ist abgesperrt, ich kann es nicht glauben. Ja, der Yakuza. Ich habe es beim letzten Mal schon mal erwähnt. Eigentlich heißt das Auto Stinger, nur eben in diesen Farben ist es ein Gangauto von den Triaden und nennt sich dann eben Yakuza. Ach, da ist das Päckchen. Okay, wunderbar. Dann war ich wenigstens nicht völlig auf dem Holzweg. Aber an sich ist es das gleiche Auto. Also ob das Ding jetzt Yakuza heißt oder Stinger, es ist das gleiche Auto. Und ob das Auto jetzt Sentinel oder Mafia heißt, ist es auch das gleiche Auto. Ja, ich weiß, er ist immer noch abgesperrt, verdammt. Ich will meinen Stinger. Jetzt, wo wir übrigens hier in dem neuen Stadtteil sind, haben wir Zugriff auf richtige Autos. Also, was vorher nur Blödsinn war, also ich meine, ja, seien wir mal ehrlich, im ersten Stadtteil gab es praktisch keine guten Autos. Mal abgesehen von einem Benji, der irgendwo beim Autohändler gestanden hat, gab es wirklich nichts, was einigermaßen brauchbar war. Aber in diesem Stadtteil hier, fährt theoretisch alles an Autos rum, was es in dem Spiel gibt. Also jedes Auto, das es gibt, mal abgesehen von einem einzigen, müsste es auch in diesem Stadtteil geben. Und das heißt auch alle Sportwägen, also Fahrzeuge, mit denen man richtig von der Stelle kommt, Fahrzeuge, die beschleunigen, wenn man aufs Gas tritt und bremsen, wenn man auf die Bremse tritt und so, habe ich schon mal erwähnt, ne? Dass mir das bei GTA 3 unheimlich gut gefällt, dass das so funktioniert. So, und jetzt fahren wir doch in die U-Bahn, weil ich doof bin. Aber hier gibt's Päckchen, das weiß ich. Mindestens eins, wahrscheinlich sogar mehrere. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Wir haben ja hier diese Bahnhöfe. Da können prinzipiell Päckchen sein. Und wir haben natürlich den Gleisenabschnitt. Ne? Also wir können hier auf den Gleisen, wo der Zug jetzt auch lang fährt, können wir auch lang fahren mit dem Auto oder lang gehen zu Fuß, wenn wir das wollen. Und theoretisch sind auch dort Päckchen versteckt. Aber
Ja, es ist ein sehr weiter Weg, das würde ich ungern ohne Auto machen. Und selbst wenn ich jetzt mit Auto reinfahre, besteht die Gefahr, dass ich das Auto unterwegs verliere, weil irgendwas schief geht, weil ich zu viel gegen die Wand fahre oder weil ich vom Zug überfahren werde oder sonst was. Und ja, das kostet dann unendlich Zeit. Und wenn ich so weitermache, dann ist mein Auto kaputt, bevor ich da runterfahre. Komm schon, du willst da runter, Sentinel, ich weiß es. Du weißt es auch. Ich will jetzt wirklich nicht großartig hier rumheizen, weil es die Gefahr, dass ich wirklich das Auto verliere, ist zu groß und es ist dann echt eine Qual, grausam, ja, grauenhaft, was auch immer, hier unten rumzulaufen und unendlich lange quasi hier unterwegs zu sein, auf der Suche nach einem Päckchen. Oh! Okay, jetzt kann ich es schon vergessen. Der Zug kam etwas überraschend, aber... Ach komm, scheiß drauf, ich fahr trotzdem weiter. Hoffen wir einfach, dass es funktioniert. So. Die Theorie besagt, irgendwo an einer der Seiten ist in so einer Ausbuchtung wahrscheinlich ein Päckchen. Nee, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit. Ich weiß nur nicht, auf welcher Seite und ich weiß nicht, in welche Richtung ich hätte fahren müssen. Und ich weiß nicht, wie weit es bis dorthin ist und überhaupt sowieso. Und ich weiß nicht, auf welcher Spur ich fahren sollte. Kommt mir der Zug auf links entgegen? Hoffentlich. Weil es kann sein, dass ich zu langsam bin und vom Zug hinten überholt werde. Wow, okay. Ja, so viel dazu. Der Zug kommt mir also auf rechts entgegen. Interessant. Die fahren irgendwie gegen die Straßenverkehrsordnung auf der falschen Seite. Gar und so. Skandal. Was wollte ich Ihnen sagen? Ja, wenn ich zu langsam bin und der Zug mich von hinten einholt, dann rammt er mich natürlich auch durch die Gegend wie blöd, aber ja. Ja, da hätten wir schon wieder den nächsten Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Willkommen in was? Das war jetzt zu schnell weg. Keine Ahnung, was da gestanden hat. ja, wir sind in einem anderen Stadtteil gelandet. Das ist natürlich praktisch. Die U-Bahn verbindet alle Städte miteinander. Dann könnte man also auch schnell reisen per U-Bahn im Prinzip. Aber andererseits finde ich es irgendwie schöner, schnell reisen per Auto zu machen. Weil dann kann ich selber fahren. Die U-Bahn kann ich nicht selber fahren. Dann kann ich nur einsteigen und mitfahren. Und mit dem Auto kann ich selbst fahren, wie ich will. Ich habe keine Ahnung, was dieser Kartell hier unten macht, aber ich nehme ihn gern mit, wenn ich ihn aus der Wand rauskriege. Das nehme ich mal als ein deutliches Nein. Oh! Glitch? Ich bin schon froh, dass ich jetzt nicht laden muss und nochmal die Päckchen suchen muss, die ich schon eingesammelt hatte. Aber das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Oh Mann, ich hatte jetzt echt für einen Moment hatte ich einen Schock. Aber wir haben es alle gesehen, ja. Das Spiel ist zwar eine Neuauflage von 2001, hat aber offenbar immer noch den ein oder anderen Fehler. Hallo, du, ich brauche dein Auto. Dankeschön. Ich weiß, du machst das gerne. Wäre mir jetzt nicht die blöde Karre hinten dran im Weg gewesen, dann hätte ich wenigstens, ja, gleich abhauen können. Aber nee, so hat der mich tatsächlich nochmal gekriegt. Ich kann es nicht fassen, jetzt geht aber gerade alles schief. Okay, merken wir uns, ich muss irgendwann nochmal in die U-Bahn. Weil es da noch was zu holen gibt, in der Theorie, in der Praxis auch. Und ja, jetzt sind wir hier an den schönen Baustellen. Wir sind übrigens ganz in der Nähe von unserem Versteck, also auf dieser Insel quasi. Aber hier gibt es auch Päckchen. Ich weiß nur nicht mehr wo, ob es in den Unterführungen ist oder auf den Baustellen. Okay, so werde ich ein Päckchen niemals sehen, wenn eins da sein sollte. Das ist natürlich nicht gerade ein Vorteil. Aber ich denke, da war keins. Na gut, dann fahren wir doch mal quasi auf die Baustelle und gucken uns dort ein bisschen um. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt wieder so viel Zeit mit Päckchen sammeln verbringe. Eigentlich tut es mir nicht mal leid. Nee, eigentlich nicht. Ich genieße es eher. Ja, da steht auch ein Kartell. Wunderbar. Ja, ich meine, es ist schön, es muss sein und überhaupt und sowieso. Ein paar Päckchen will ich ja schon holen im Laufe des Let's Plays. War da eine Waffe oder ein Päckchen? Was war da gerade? Ein Päckchen. Na, wunderbar. Das ist es doch, wonach ich gesucht habe. Und da haben wir auch schon die nächste Waffe. Granaten wurden im Versteck angeliefert. Wunderbar, wir haben jetzt Granaten. Und nur die Harten mit den Granaten kommen in den Garten und so. Und ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon alles war an Päckchen hier. Ich meine, die Baustellen sind schon ziemlich groß. Da wäre genügend Platz für mehr Zeug unterzubringen. Und wie wir sehen, gibt es hier auch eine Durchfahrt zur nächsten Baustelle. Also könnte auch hier quasi noch was versteckt sein. Ich sag nicht, ich komme da nicht hoch. Was bist du denn für ein Schrottkarren, Mensch? Okay, fahren wir erstmal in die Richtung ab. Ich weiß dummerweise echt nicht, wo ich hier anfangen und aufhören soll. Es ist so viel und so groß und... Ich habe auch gar kein System bei der Sache jetzt. Ich fahre einfach auf gut Glück rum und hoffe, dass ich finde, was ich suche.
Und das sieht aus, als könnte da wirklich was versteckt sein. Wow. Ja. Ich spiele quasi auf gut Glück. Oh, ist das eine AK? Das ist eine AK. Wir haben eine AK-47. Wuppidu, mit 90 Schuss. Ne, mit 60 Schuss nur. Wow. Noch armseliger.